So, dann geht's jetzt erstmal wieder zurück nach Hogsmeade. Ich muss ein paar Sachen verkaufen. Manchmal führen alle Wege Oh! nach Hogsmeade. Jetzt selbst hier ist die Dekoration anders. Ist das schön. So, ich gehe jetzt erstmal hier bei. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Erstmal muss ich Sachen verkaufen. Das läge mir auf jeden Fall schon mal sehr nahe. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte So, zu die machen. Sachen muss ich erstmal noch identifizieren lassen. Das werde ich auch gleich tun. So. 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 Halt, das nicht verkaufen. Um Gottes Willen. So, erstmal alles weg. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ach Ihnen nee, ich anderweitig wollte noch helfen gerade kann. gucken, ob ich noch irgendwas kaufen kann. Ich habe noch ein paar Pflanzstationen gefunden. Zaubereranweisung, T-förmige Tränkestation. Aha. Ich habe gerade erst wieder ein paar Galeonen Lassen gesammelt. Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ich muss erstmal wieder ein bisschen Sachen loswerden. Oder so. Wow. Also hier kann ich mich wirklich nur umgucken, aber hier gibt es etwas in der Nähe. Ich höre es doch. Klingen. Kling, kling. Da draußen gibt es da gibt es eine Seite. Die schnappe ich mir. Hengis von Woodcourt. So. Moment. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich muss was umändern. Und zwar, hier kommt jetzt die Pflege hin. So. Und jetzt muss ich einmal. Hier kommt wieder Akio hin und der kommt wieder auf. Ja, auf die A-Taste. Sehr schön. Gibt's einen gemütlicheren Ort? Gut. Aufträge. Was haben wir denn noch? Ach du meine Güte. Bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor. Finde Lodgok den Kobold. Madame Kovagas Aufgabe. Wir haben erstmal noch einige Quests, die wir noch machen müssen. Descendo. Oh, ich habe Trollpopel gesammelt. What? Okay. Wusste ich gar nicht, dass ich es schon eingesammelt habe. Beschaffe und teste eine Venemosa Tentacula. Beschaffe und teste eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich habe, glaube ich, eine Alraune im Raum der Wünsche eingepflanzt. Das muss ich gerade mal gucken. Ich wollte ja sowieso in den Raum der Wünsche. Muss ich mal gucken, ob meine Alraune fertig ist. Dann könnte ich die noch anwenden und auch die Venemosa Tentacula. So. Das alles. So. Das ist der Tränk. Der Trank. Malvenkraut brauche ich auch wieder. So, identifizieren. Ah, alles klar. Sehr gut, sehr gut. Lustgrasstamm. Ich habe doch noch keine Alraune angepflanzt. Ja, dann gehe ich mal gerade hier in die Seite. Dann stelle ich mir hier noch ein, zwei Pflanztöpfe hin. Hier habe ich ja auch noch so viel Platz. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, auf welchem. Hier. Pflanztöpfe. Ich weiß das gerade gar nicht. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Okay. Ich habe nur nicht genug. Verdammt, ich habe nicht genug Mondstein. Professor Sharp hat wieder eine Aufgabe für uns, die Findo. Einen Unsichtbarkeitstrank. Ein Donnergebräu.
Ach, du meine Güte. Wir haben jetzt echt was zu tun. Inventar, was haben wir hier? Pflanzen? Ach so. Wenn ich irgendeine Sache aufbrauche, dann ist sie dann auch quasi wieder neu. Aha. Aber ich werde das Erscheinungsbild wieder ändern. Huch! Ja, guck mal. Sonstiges. Was nehme ich denn? Schuluniform der Vertrauensschüler. Mit Weste? Warum sieht man das bei... Moment. Das Erscheinungsbild. Das ist der traditionelle Schulumhang, dekorativer Schulumhang, erhabener Schulumhang. Aha. Oh, sieht aber eigentlich auch ganz schick aus. So mit der Weste so. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ach guck, ich kann das sogar... Kann ich das dann auch auf die Brille? Es stört mich eigentlich immer, dass ich hier mit Brille rumrenne, aber ich eigentlich nicht so sehr die Brille haben wollte. So. Und trotzdem habe ich die Punkte dafür. Ja, okay. Dann passt das. Haupttalente. Was haben wir hier? Ein erfolgreiches Ausweichen unblockbarer Angriffe erhöht die alte Magieanzeige. Stupor getroffene Mega-Power-Trank. Ich muss immer noch rausfinden, wie man einen Mega-Power-Trank herstellt. Für jeden geworfenen Wirkung Unsichtbarkeitstrank hält länger. Maximaltrank verleiht Eingriffe. Die Pulse löst eine zusätzliche starke Explosion auch in deiner unmittelbaren Umgebung aus. Warum denn nicht? Okay. So, Aufträge. Hier ist wieder viel Vorbereitung notwendig. Für einige Sachen. Weggekarrt. Geh zum Koboldlager. Auf der Karte mal sehen. Wo ist denn das? Ach, da. Dem müssen wir ja auch noch nachgehen. Der arme Kobold. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hallo. Ach, ich bin ja gar nicht weit von Hogwarts weg. Ach, Quatsch. So. Ich wollte eigentlich auf meinen Besen steigen. Wo muss ich denn eigentlich hin? Tüt? Da lang. Na, dann gucken wir doch mal. Da müsste doch dann dieser Karren auf sein und der bewegt sich dann automatisch wieder zurück zu unserem Kobold. So, mal schauen. Ein Lager. Ah. Das muss es sein. So, erstmal runter. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau. Erstmal desillusionieren. Befreie den Karren, die Karren aus dem Lager. So. Das war eine Prüfung. Gibt es mehr als ein? Arn wird bereuen, dass er uns nicht beitreten will. Kommt er nicht zu Verstand, wird er noch mehr leiden müssen. Okay. Die Welt jetzt. Eine Prüfung Merlins ist hier auch. Ich erkenne eine Prüfung Merlins. Bitte kostet Hallus. Zack. Den hätten wir schon mal. So. Hat er uns entdeckt? Gott sei Dank nicht. Haha. So, wo ist der? Wo ist der Kobold? Ach, da oben.
Komme ich hier hinten lang? Nicht so wirklich. Ich verhungere. Ah, hier oben. Oder? Ich versuche ihn mit einer Kiste zu überrumpeln. Oh, das tat weh. Ja, was ist mit den Zwergen, wenn sie so korrumpiert sind? Ah, warte mal ab. Da liegt er erstmal. Okay. Einen haben wir noch. Warte mal, wirke Depulso. Wirf einen Objekt mit Depulso auf den Gegner. Depulso, wo hatte ich jetzt hier? Da. Wo haben wir ihn? Da oben? Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ich kann keine Powertränke mehr tragen. Mann. Moment. Ach, hier. So. Bist du denn? Ach, da oben? Oder auch nicht? Wo ist er denn? Hallo? Kobold? Muss doch hier irgendwo sein. Hä? Das muss leider nicht gut ausgehen. Komm, Ringo. Das war gar nicht schlecht. Mhm. Und jetzt zu Arns Karren. Arns Karren, wo ist der denn? Ach, das muss er sein, oder? Kein Powertrank mehr. Ich will doch. Guck mal, da hinten sind noch mehr. Da unten, die kümmere ich mich auch gleich noch. Alter, wie der eine einfach mal den Amboss gegen den Kopf gekriegt hat. Der hat Sterne gesehen. Hier ist nichts, soweit ich sehen kann. Da ist noch eine Truhe. Ach, hier ist der drin. Tolle Verzauberung. Kehren zu Arn zurück? Ja, super. Kehre zu Arn zurück. Ja, das mache ich auch gleich. Aber erstmal will ich mich hier nochmal um die Prüfung Merlins kümmern. So. Was muss ich machen? Nee. Sind die Lampen? Ach, die Lampen sind wahrscheinlich gerade so angegangen. So an sich. Aber was muss ich tun?
Das hier wahrscheinlich. Aber... Nee. Hier sind auch noch mal diese komischen Kugeln. Irgendwas muss ich damit machen. Nee, das funktioniert nicht. Was holpert denn hier die ganze Zeit? Ach, das sind die hüpfenden Giftpilze. Komm, Ringo. Nee. Ist hier irgendetwas? Ach, guck mal, die. Komm mit. Ach, hier. Kommt mit! Ah! Ah! Okay, ich muss diese Kugeln finden. Okay, noch mehr Kugeln. Wo sind noch mehr von diesen Kugeln? Aha. Kommt mit. So, einmal fünf Kugeln müssen, muss ich noch finden. Die sind vielleicht außerhalb des Lagers. Vielleicht. Oder sie sind innerhalb des Lagers und ich habe sie noch nicht gesehen. Was ich sogar vielleicht eher vermuten würde. Aber ich habe sie noch nicht gefunden. So. Von hier oben habe ich eigentlich einen ganz guten Blick, aber ich sehe gerade nicht diese Kugeln. Hier sind auch keine. Hier waren die. Komisch, dass das alles hier auch so magisch funktioniert. Ich meine, klar, Kobolde haben auch so ihre eigene Magie. Dass das natürlich dann auch funktioniert, klar. Huch. Aber ich finde jetzt hier gerade nicht die Kugeln. Schade. Ich hätte die jetzt gern noch mitgenommen und dann hierhin verfrachtet. Normalerweise sind die Sachen, die man braucht für die Prüfung Merlins, immer in der Nähe. Und da oben war ja auch nichts. Oh. Komm mal ein bisschen weiter hier rüber, du. Warte mal. Nein. Da. Nee. Dichter ran geht er jetzt nicht, ne? Oder doch?
Nee. Kann man auch nicht so wirklich, oder? Man nimmt halt sehr viel Schwung. Oder die Kugeln erscheinen erst, nachdem man die Aufgabe aktiviert hat. Aber jetzt so sehe ich keine Kugeln. Ne. Vielleicht irgendwo versteckt? Campringo. Da nicht, da ist nichts. Ich mach das. Eines Tages werde ich meine eigene Organisation haben. Mit Leuten, die dann für mich arbeiten. Ne, da oben wird auch nichts sein. Das ist nur so eine Art Ausguck. Nee, ich finde die gerade nicht. Hm. Na gut. Dann werde ich mal noch diese Kobolde hier in der Nähe erledigen. Und dann geht's zurück zu Arn. Da sind sie. Wie gerne hätte ich es denn. Na, möchtest du auch noch was haben davon? Oh, du hast ja länger durchgehalten als meine Triade. So. Ach, warte mal. Ich muss ja nicht mit dem Besen hinfliegen. Ich kann ja mich doch einfach doch mit dem Flohnetzwerk hin teleportieren. Da, genau. Unterhalb von Hogwarts war das ja, wo wir uns mit Nutty getroffen haben. Stimmt. Gut. Die Karren müssen jetzt auch schon längst bei ihm angekommen sein. Ein kleines Örtchen. So, wo war nochmal der Kobold? Ach da, genau. Doch noch nicht da? Wenn Sie etwas kaufen wollen, fehlen mir leider nach wie vor meine Karren. Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Tja, ja. das war kein Problem. Ich kam sogar relativ leicht an die Karren. Ich bin froh, dass sie wohl auf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut. Vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Das würde mich sehr freuen. Gute Idee, Arn. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Sehr gern. So. Ich meine, was hätten die sonst mit ihm gemacht? Die hätten das wahrscheinlich nur einbehalten und gut wäre gewesen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Okay, so. Also, da müssen wir jetzt ein bisschen was vorbereiten. Hier neun Demigeist-Monde muss ich finden. Kaufe eine Besenverbesserung bei Aldi Weeks. Tauche auf den Grund des großen Sees. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Wirke die Pulse auf einen levitierten Gegner. Beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank. Professor Garlicks Aufgabe.
Minimosa Tentacula und eine Allraune muss ich auch noch einpflanzen. Madame Kogawas Aufgabe. Lasse Balance über dem Bahnhof von Hogsmeade platzen. Bringe Balance rund ums Quidditch-Feld zum Platzen. Aha. Ja gut, das sind aber alles so kleinere Aufträge. Kriegt man aber auch ganz einfach mal so hin. Ach, guck mal, hier, neue Handschuhe bekomme ich. So, einmal das Erscheinungsbild in normale Lederhandschuhe. Gefällt mir einfach am besten. Nicht identifiziert. Ja, mein, dann muss ich wieder das nochmal gucken. Was ist das denn? Orange Molchaugenschutzbrille. Nee. Nee. Das tue ich mir nicht an. Jetzt wollte ich doch gerade die Brille absetzen. So. Ach, ich habe ja noch mehr. Oh Gott. Kopfbedeckung. Purpurroter Zylinder. nee. Nee. So. Mit, das kommt auch ab. So. Das ist noch nicht freigeschaltet. Ah. Das geht eigentlich. Schals nehme ich gerne mit. Das ist ein prächtiger Schal in Siena. Legendärer Schal. Eigentlich ganz schön. Mäntel. Gut, die behalte ich jetzt auch nicht so lang. Den habe ich noch ausgerüstet. Erhöhter Schaden mit Bombarda. Ja, habe ich noch nicht. Den Zauber habe ich leider noch nicht. So, dann gerade nochmal hier kurz gucken. Und dann würde ich auch schon fast sagen, wir machen für heute dann auch schon Feierabend. Haben wir heute gute 3 Stunden aufgenommen. Wow. Gar nicht, wie die Zeit vergeht, ey. Das macht eigentlich so viel Spaß, das Spiel. Dass man gar nicht weiß, wie schnell die Zeit manchmal vergeht. So, aber ich werde noch mal ganz kurz in den Raum der Wünsche noch mal gehen. Um die Sachen noch zu identifizieren. Und dann wird es für heute dann Schluss gemacht. Keine Ahnung. So, nochmal den Kohl hier und die Schrumpelfeige und die Malvenkraut nochmal einsammeln und die Sachen identifizieren. So. Nietenhandschuhe und weiter Schal mit Hauswappen. Der muss schön aussehen, glaube ich. Mit Hauswappen, den würde ich anlegen, aber den kann ich noch nicht. Schade. Erst ab Level 22. Aber da bin ich ja bald. Okay. Dann wäre es das für heute gewesen. Ja, wir haben heute eine Menge hingekriegt. Wir haben sehr viel Neues gelernt auch, was mich... Und mir macht immer noch Spaß. Ich finde das mega schönes Spiel. Ich hoffe, euch auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder bei Hogwarts Legacy. Und ich sage dann mal ciao, tschüss und bis bald. Ciao, ciao.